Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, im letzten Part ist eine ganze Menge passiert, viel zu viel, um es genauer zu erklären. Nur so mal kurz gesagt, das Ergebnis steht ja hier links vor uns. Rico hat nämlich endlich seine alte Gestalt wieder hier. Und es geht auch schon mal gleich in einen Kampf los, bei dem wir mal gleich mal das hier ausprobieren können. Wieder vereint. Dann legen wir mal los hier mit dem Klingenstreich. So, und Lichtklingen. Und jetzt die 13 Klingen. Und strafende Klingen dazu auch noch, natürlich nicht zu vergessen. Und jetzt Anfang vom Ende. Yeah, was für ein Move. So, Rico hat sich mal wieder ein bisschen hochgeheilt. So, dann gehen wir erstmal nochmal kurz zurück. Ich will nämlich mal doch mal wenigstens nochmal schnell abspeichern gehen. Das habe ich jetzt am Ende des letzten Parts leider nicht geschafft. Und ja, hier können wir sogar mit Rico kurz reden. Ich hätte nie gedacht, dass ich in dieser Form zurückkehren könnte. Damit habe ich eine Sorge weniger. Jetzt werde ich nicht mehr für ein Mitglied der Organisation 13 gehalten. Rico, es hätte sogar auch schon geholfen, wenn du wenigstens nicht den Mantel getragen hättest. Im Ernst. Sam, das ist jetzt das einzige Mitglied der Organisation 13, das noch übrig ist. Er ist der mächtigste von allen. Das wird kein einfacher Kampf. Viel Glück! Ja, nur keine Sorge. Wir haben es ja schon mal mit ihm aufnehmen dürfen. In Kingdom Hearts 1 Final Mix, da ist er ja als geheimer Bossgegner aufgetaucht. Wir haben den König und Kairi getroffen und Rico ist jetzt auch dabei. Wir sind unschlagbar. Rico wurde immerhin auch vom Schlüsselschwert auserwählt. Das ist wahr. Letztes Jahr wurden wir von dir getrennt und haben uns mit Rico zusammengetan. Er war damals ziemlich kühl, aber jetzt merkt man, ihr seid beste Freunde. Ja, das stimmt. Wir drei zusammen, das erinnert mich an unsere Zeit auf der Insel. Wenn wir das hier alles überstehen, dann lasst uns doch das Floß fertig bauen. Ja. Bin mal gespannt, was eigentlich aus unserem ersten Floß geworden ist. Das war ja soweit fertig, aber ob es jetzt noch heile ist? Ich meine, das hat jetzt ein Jahr lang irgendwo am Strand rumgestanden. Das wird jetzt mit Sicherheit irgendwo Moos angesetzt haben. Und total morsch sein. Egal. So, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg hier. Und mir fällt da jetzt gerade noch eine Sache ein, die ich jetzt hier unbedingt noch machen müsste. Und die erledige ich am besten mal kurz. Nein, warte mal, das war die falsche. Entschuldigung. Das hat ja nichts mit Drive zu tun, sondern mit was ganz anderem. Und zwar... Noch einmal kurz zurückgehen. So, und das hat ja nämlich mit Rufen zu tun. Ich rufe mal Genie auf den Plan. Oh, und er hat sogar auch schon gleich die richtige Form an. Denn da ich ja auch die Überform habe, hat ja auch Genie selber jetzt hier einen neuen Limit-Angriff erlernt. Und das ist die Apokalypse. Und nochmal richtig Apokalypse und friss das. Und nochmal Infinity Apokalypse. Geile Technik, sogar Genies stärkste Formtechnik, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück, damit die Drive-Leiste wieder zurückgesetzt wird. So, und dann will ich nochmal kurz ins Tagebuch gucken. Und zwar wegen einer bestimmten Kategorie. Oh, hier beim Schluss des Wieses habe ich sogar das gesamte komplett. Sogar mit Beziehungsstatus und so weiter ist alles da. Oh, hier unten bei Schloss Disney und Fluss der Nostalgie auch. Hier auch, hier auch, hier auch. Wow, hier fehlen ja nicht mehr viele Sachen. So, Niemande. Was haben wir hier noch bei denen? Ja, da habe ich ja die ganze Liste. Okay, Limit Moves. Okay, sie sind alle vollständig. Das wollte ich ja nur wissen. Ja, hier Helden-D, Weisen-D, Meister-D, Über-D. Das sind alles Genies-Techniken. Dann ja hier noch Rikus Technik, die ja auch ganz neu ist. 129 Treffer. Da kann man ordentlich hier was rausholen. Und Soras Trio Limit hat sogar von allen sogar die meiste Trefferrate gehabt. Und da kann man mal sehen, was die so alles drauf haben. Und hier Raketentanz. So viel habe ich auch schon damit Schaden machen können. Wahnsinn. Aber egal, gut. Wollen wir jetzt mal hier nicht so allzu lange rumtrödeln. Ich wollte jetzt erstmal noch Genies letzten Limit-Move zeigen. Das war mir jetzt erstmal noch das Wichtigste, damit wir schon mal alle gesehen haben, sozusagen. Okay, dann geht es jetzt erstmal hier weiter. Und wir wollen uns natürlich erstmal hier ein bisschen um die Gegner kümmern. So, und... Oh, Berserker, den kann ich ja mitnehmen. Ja.
So, wo ist der jetzt? Ah, hier, da ist er. So, dann will ich jetzt erstmal noch hier Rikus Attacke sehen. Dunkelaura! So, und oh, Dunkelschild! Dunkelschild! Blocken, blocken, Riku! Schnell blocken! So, dann haben wir das auch schon mal gesehen. So. Tja. Ich muss aber doch zugeben, Riku nimmt ja hier doch eine Menge Schaden, so, wenn ich das jetzt so sehe. Aber wenigstens heilt er sich dabei auch richtig schnell. Er ist ja gut, Riku. Jetzt raste mal hier nicht so aus. Die sind alle schon weg. So, und weiter geht's. So. Galerie der Schöpfung und Zerstörung. Auch sehr nett hier. Die hätten den Laden hier gut eigentlich zu einem Museum umbauen sollen. Oh, hier, Gegner. Oh, verdammt. Oh Mann, jetzt komm schon. So, jetzt komm schon, jetzt verreck doch endlich, Mann. So, das war's. So, was ist hier drin? Mithril-Tropfen. Okay, das ist auch ganz nett. So, hier ist auch noch wieder was. So, mache ich erstmal hier so ein bisschen mit Warp-Konter. Okay, gut, das war's. Wo muss ich jetzt lang? Genau, hier lang. Immer weiter nach oben. So, noch einmal kurz die Heilen auf alle. Lädt sich jetzt zum Glück eh gleich wieder schnell auf. Und aua, aua, aua. Das machst du nicht noch einmal. Boah, ey, Mann, ey, das geht nicht. Das geht ja sowas von gar nicht, Mann. Boah, ey, komm schon. Okay, gut. Haben wir jetzt eigentlich alles an Schätzen, wüsste ich jetzt gerne mal. Noch nicht ganz. Ich glaube, einer fehlt noch. Okay, und wo der ist, weiß ich ja zum Glück noch. Ist mir jetzt gerade wieder so eingefallen. Der ist ja jetzt hier vorne gleich bei der Tür. Nicht unbedingt Tür, hier Durchgang. So, warte mal, machen wir den mal auf. Und was haben wir hübsches? Urichalkum. So. Damit ist die Schatzliste komplett. Ja, hier ist sie auch komplett angezeigt. Ich habe wirklich alles abgeräumt. So, jetzt fehlt eigentlich ja nur noch eine wichtige Sache, und zwar das Schmieden. Ja, aber das wird ja noch ein bisschen anders zu klären sein. So, warten wir mal ab. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Genau, hier lang. Das Heilen lasse ich erstmal lieber mal so stehen. Ich meine, es reicht ja, wenn wir erstmal hier so durchgehen. Mann, das sind ganz schön viele. Das könnten ein paar zu viel sein. Zusammen werden wir sie aufhalten. Hm. Geht jetzt und überlasst diese Kreaturen uns. Aber wir kommen niemals alleine gegen alle an.
Sie knöpfen sich Xemnas vor. Und wer, glaubst du, ist wohl der einfachere Gegner? Wenn du mich so fragst, ich will hier nur weg! Na, dann lauf doch. Na, wenn das nicht König Leichtmatrose ist! Zeit, den Anker zu lichten, Kapitän Carlo! Das sinkende Schiff verlassen kommt nicht in Frage! Zora, Eure Majestät, wenn ich sie alle ausgemerzt habe, soll als Dank dieses Schloss mein sein! Genau, die Gelegenheit, dass einem der König mal was schuldet, muss man beim Schopfe packen! Auf in den Kampf! Beeilen wir uns! Aber sie folgen nur dem Ruf ihres Herzens. Wir dürfen sie nicht abhalten. Na gut, sollen die doch machen, was sie wollen. Also mir kann es eigentlich egal sein, was aus Malefiz wird. Ich meine, wenn sie unbedingt jetzt hier verrecken will, dann ist das ihre Sache, nicht unsere. Wir haben ja Besseres zu tun, und zwar sollen wir ja jetzt Xemnas hier in den Arsch treten. So, da oben steht er schon. Arme schön hoch, weit gestreckt und bietet erstmal diesen ollen Mond hier an, der jetzt total futsch ist. Naja, egal. Geben wir ihm jetzt erstmal mal den Rest hier. Warte mal, ich wollte ja eigentlich mal was ganz anderes machen, und zwar mal so spaßeshalber. Wollte ich ja unbedingt mal mit dem Königsanhänger gegen ihn kämpfen, einfach mal so aus Lust und Laune. Bin mal ja gespannt, wie das ausgeht. Oh, mein Kingdom Hearts, in Trümmern. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Krieger des Schlüsselschwerts, rückt aus und bringt mir noch mehr Herzen. Niemals! Bewohner des Lichts, antwortet mir, warum hasst ihr die Dunkelheit? Nun, wir hassen sie nicht. Sie ist bloß irgendwie unheimlich. Aber die Welt besteht aus Licht und Schatten. Ohne das eine gibt es das andere nicht, denn Dunkelheit ist die Hälfte eines Ganzen. Da fragt man sich schon, warum wir uns vor der Dunkelheit fürchten. Wir fürchten uns vor dem, was in ihr lauert. Dann erlaubt mir noch eine Frage. Ihr akzeptiert die Dunkelheit, lebt aber im Licht. Warum verabscheut ihr uns, die wir an der Grenze des Nichts taumeln? Uns, die von Licht und Schatten abgewiesen wurden, ohne die Wahl gehabt zu haben. Ganz einfach. Weil ihr Chaos in unsere Welten bringt. Mag ja sein. Aber sagt, gab es denn je für uns einen anderen Weg? Jetzt hör aber auf! Ihr seid niemande. Ihr existiert gar nicht. Wozu also Trauer heucheln? Sehr gut. Dir entgeht aber auch nichts. Ich empfinde keine Trauer. Egal, welches Leid der Welt widerfährt. Egal, was ihr denkt, was ihr fühlt oder wie ihr vergeht. So, es ist also soweit. Wir kämpfen gegen Xemnas. Oh, verdammt, und da kommt er auch schon gleich mit sowas hier an. Eine komische Barriere, die uns hier gleich ein bisschen Energie abzieht. So, aber das ist egal. Wir machen jetzt ein Duell. So, wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier ausgeht. Also ein nettes kleines
Zwischengefecht sozusagen. Und Granatstoß. So. Und jetzt friss das. So, komm runter. So, da vorne ist er. Wieso kann ich nicht blocken? So, geht doch. So, jetzt macht er das hier. Okay, das bringt nichts, wenn ich jetzt hier kontere. Okay. Komm schon. Oh Mann. So was Unfaires. Der pottet sich die ganze Zeit. Mann. Ah, Mann, ich mache überhaupt keinen Schaden. So, jetzt geht's aber. So. Hm, Mist, hat nicht geklappt. So, machen wir es jetzt mal so hier. Mensch. So, und nimm das. Hat jetzt auch noch die letzte Salve hier dazu. Das überlebst du nicht, Mann. Ah, Mann, na gut, vielleicht überlebt das doch. Hm, Mist. Ah, okay. Dann also wieder das hier. Gut, dann weiß ich ja, wo ich schon mal hin muss. Erstmal hier zum Wolkenkratzer hin. Es ist wieder mal Zeit für ein Duell. Das war jetzt nicht so gut. Egal. Aber es hat eben halt gepasst. Entschuldigung. So, und Gnadenstoß! Nimm das! Ich bin mir jetzt eigentlich nicht sicher, macht eigentlich dieser Attack überhaupt Schaden oder hau ich ihn damit eigentlich nur gegen die Wand? Egal. Ah, Mann. Mensch, irgendwie kann ich keinen Finisher machen. Na gut, dann machen wir das. Ne, ich heile mich lieber erstmal mit dem. So, und da! Das war's. Nein, anscheinend nicht. Was überhaupt? Hm. Okay, ist er tot? Sora, antworte! Alles in Ordnung? Wo ist Xandas? Höre mich, Kingdom Hearts. Wir müssen wieder von vorn beginnen. Aber sei versichert. Ich werde dir so viele Herzen wie nötig darbringen. Wisse, du brauchst mich und ich dich. Nur so sind wir vollkommen. Erhöre mich, Kingdom Hearts. Verleih mir deine Macht,
damit wir vollständig werden. Die Macht, die Narren auszulöschen, die uns daran hindern. Xemnas, nein! Herzen erbeben vor Hass. Xemnas, nicht! Herzen lodern vor Wut. Herzen zerfressen von Neid. Dieser Narr Anzem sagte, das wahre Wesen des Herzens entziehe sich seinem Verständnis, aber nicht meinem. Herzen sind der Quell aller Macht. Xemnas, willst du dich vor uns verstecken? Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Seht doch nur! Was geschieht nur? Kingdom Hearts! Kommt, Xemnas muss da drin sein. Die Welten haben uns diese Tür geschickt. Sie legen ihr Schicksal in unsere Hände. Wenn wir da durchgehen, gibt es kein Zurück. Nur Sieg oder Untergang. Und Sora, bist du bereit? So, wir bekommen geheimer Anzubericht Nummer 13. So, damit haben wir jetzt endlich alle vollständig und das ist aber noch nicht alles. Denn alle Einträge in Jiminis Tagebuch wurden jetzt freigeschaltet. Enträtsel alle Einträge mit Fragezeichen, um das Tagebuch zu komplettieren. Ja, das ist sogar auch mein Plan. Bevor wir jetzt durch diese Tür gehen, wollte ich ja nämlich ja unbedingt erstmal das vervollständigte Tagebuch zeigen. Ja, einiges ist ja noch zu tun. Also hier würde ich mal sagen, warte mal, hier habe ich schon mal ein Fragezeichen drin. Also, dann noch hier vorne und... Ne, hier vorne nichts. Naja, es ist tatsächlich nur noch ein einziger Herzloser, der hier fehlt. Dann haben wir auch hier die Liste vollständig. Dann muss ich ja natürlich die gesamte Aufgabenliste noch vervollständigen. So, das kommt aber erstmal später noch dran. Dann hier noch die Minispielrekorde muss ich ja mindestens einmal noch irgendwo mindestens einen aufstellen. Zu den jeweiligen Aufgaben. Und natürlich die Itemherstellung, die ganz wichtig ist. Tja, aber da habe ich mich ja schon mal entschieden, dass ich, wenn ich das mache... Also euch den vollständigen Eintrag von dem Tagebuch zu zeigen, will ich das auf dem anderen Spielstand machen? Okay. Ja, ich sehe auch gerade auf die Uhr, es ist langsam mal überfällig, den Part zu beenden. Ich bedanke mich deswegen mal an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und im nächsten Part werden wir uns dann in der Arena des Olymps wiedersehen, wo wir dann nämlich noch ein neues Turnier machen werden. Also dann, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!